Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der Christian, ihr seid bei Just Christian. Es geht Schlag auf Schlag. Wieder ein neues Smartphone hier in meinem Fuhrpark, in meinem Testfuhrpark. Und zwar habe ich heute für euch das ROG Phone 5. Dieses Gerät ist ein Leihgerät von Trading Shenzhen. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Das muss auch wieder zurück. Deswegen bin ich mit meinen Videos, muss ich mich ein bisschen beeilen. Das ist mein Ersteindruck-Video. Es wird noch ein weiteres Review dazu kommen. Aber nach dem Intro geht's los. So, hier die Box. Intro habt ihr geschafft. Ich will nicht euch ein Einrichtungsvideo dazu zeigen, weil dieses Smartphone wird ein bisschen anders eingerichtet, als man das sonst macht. Und ich will euch einfach nicht den Spaß daran spoilen. Die Verpackung, die wird so aufgeklappt. Und dann hat man hier verschiedene Bilder wie in so einem Comic, ja, und da muss man dann mit dem Smartphone drüber gehen, dann wird das abgescannt und dann spielt man wie so eine kleine Geschichte beim Einrichten durch. Super gut. ROG Phone 5 oder ROG Phone 5, Republic of Gamers. Wo steht's? Da, Republic of Gamers zum Beispiel, ja. Man kennt das von irgendwelchen Grafikkarten oder ganzen Computersystemen und so weiter, ne? Das ist ein Gaming-Phone dediziert für die Gamer gedacht. Das erste Mal, dass ich sowas habe. Aber ich muss sagen, in den anderthalb Tagen, wo ich das bis jetzt benutzt habe, hat mich das dann doch schon ein bisschen geflasht. Was war noch mit am Start in dem Teil? Wir haben hier noch ein Ladegerät mit 65 Watt, mit einem Kabel, was mit einem in so einem Textilschlauch ist, ne? Braided Cable würde man auf Englisch sagen. Natürlich habt ihr hier den Asia-Anschluss, aber Trading Shenzhen ist so geil und haut euch hier so einen Adapter mit bei, dass ihr das einfach benutzen könnt. Rein, bumm, funktioniert, alles klar. Also könnt ihr ganz normal nutzen. Und dann haben wir noch eine Hülle mit am Start. Natürlich SIM-Eject-Tool und den ganzen Papierkram. Ich will euch damit aber jetzt nicht langweilen. Dann haben wir eine Hülle am Start, die ist aus Hartplastik und die ist natürlich hier ausgespart. Seht ihr, guckt, geht mit Finger durch. Um auf das Smartphone so ein bisschen diesen Gamer-Look zu bringen. Ja, okay, so für den ersten Schutz mag das okay sein, aber ich weiß nicht, bin nicht so der große Fan davon. Ich habe lieber einen Rundumschutz, aber ich bin auch, glaube ich, nicht so der Gaming-Smartphone-Typ, obwohl ich gerne mal ab und zu mal zocke. Ja, und dann haben wir hier das Smartphone an sich in der wunderschönen Farbe weiß. Ja, und ihr seht schon, das ist Gaming-Smartphone, weil das muss auffällig sein, das muss andersfarbig sein. Wobei es von unter den Gaming-Smartphones noch nicht mal so krass ist. Es gibt welche, die sind viel heftiger, was das Äußere angeht. Dann haben wir einen schwarzen Rahmen. Alles natürlich in Aluminium, der ist quasi matt gehalten. Schöne Geschichte. Dann haben wir auf der rechten Seite den Ein- und Ausschalter, lauter leise Wippe. Dann haben wir hier so Air-Trigger-Buttons, die man quasi, wenn man sie hält und wenn man zocken will, wie Schultertasten bei einem Controller benutzen kann. Ihr seht, ich bin in diesem Gaming-Ding eigentlich gar nicht drin. Controller heißt's, ja. Habe ich ausprobiert. Ist nicht so meine Halteposition, aber da kommen wir gleich noch drauf. Dann haben wir unten, auch sehr geil, nicht zentral den USB-C 3.1-Port. Schön, 3.1-Port. Dann haben wir hier noch einen Klinkenanschluss, was für viele Gamer doch enorm wichtig ist, weil sie ein Headset dran machen wollen ohne Verlust und ohne Latenz. Schön. Dann haben wir, ach so, ja, hier haben wir noch so eine Gummipönöppel und ich sag's euch, dieser Gummipönöppel, liegt noch ein Ersatz mit bei in der Packung, der ist ruckzuck weg. Was haben wir hier? Hier haben wir für Zubehör, man kann theoretisch noch so Lüfter und Controller, könnt ihr mal gucken, da gibt's diverse weitere Sachen noch für das Gerät. Habe ich jetzt leider nicht hier, kann ich nichts dazu urteilen, aber die man da anschließen kann, so ein Connector. Und dann haben wir noch einen USB-C-Anschluss zum Laden, dass wenn ihr das Gerät so haltet und am Zocken seid, dass ihr trotzdem laden könnt. Geile Sache, ne? Finde ich nicht schlecht. Aber dieser Pinöppel hier, der ist Katastrophe. Einmal kurz hängen geblieben dran, dann ist es schon halb ab. Ah, deswegen legen sie nochmal einen Ersatz mit bei. Ich muss da schön aufpassen während meines Testzeitraums. Jetzt machen wir gerade mal die Hülle dran, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Oh, okay. Ja, also ob man das jetzt mag oder nicht mag, auf jeden Fall geht sie schwerer runter, als sie drauf geht. Das ist jetzt so eine Sache, ne? Farbe weiß gibt es auch noch in schwarz. Dann haben wir hinten noch eine LED, weil wisst ja, RGB und so weiter bringt ja mehr Frames, sagt man in der Gaming-Ecke. Ich will es mal anmachen. Immer wenn man den X-Mode einschaltet, dann geht das auch an. Ihr seht. Ja, jetzt blinkt das hier so wunderschön und natürlich ist das dann auch so ein bisschen an die Inhalte im Spiel. Dann, manchmal blinkt es mehr oder anders oder sonst was. Das kann man auch alles ein bisschen konfigurieren. Ja, das sind halt so diese Gaming-Spielereien. Dann das Gerät von außen. Es ist super solide verarbeitet. Das Einzige, was mir halt fehlt, das ist Glas auf der Rückseite, Gorilla Glas Victus auf der Vorderseite. Und wenn ich jetzt schon mal das Display so anhabe, ihr seht, mal gucken, ich zeige euch einen anderen Hintergrund, damit ihr es besser seht. Ihr seht, das Ding hat ziemlich dicke Ränder, aber sie sind symmetrisch oben und unten. Ich habe aber mit diesen Rändern null ein Problem. Aus dem ganz einfachen Grund, wir haben Stereo-Lautsprecher vorne am Start. Und diese Stereo-Lautsprecher sind bei weitem
das Beste, was ich bis jetzt gehört habe. Die Dinger werden laut. Ich zeige euch das gleich mal. Ich habe jetzt ein Stück angemacht. Ich halte es auch zu mir, damit ich den Sound auch abkriege. Ne? Wenn ich das jetzt hier so wie beim Game hätte. Der Sound ist erstens mal sehr voluminös. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt sind wir gerade bei der Hälfte. Ja, ich schöpfe mal ein bisschen auf. Jetzt haben wir so 75%. Und jetzt haben wir volle Lautstärke. Lecco mio. Ja. Guck mal in der Beat Drop, wie der Sound dann ist. Jetzt volle Lautstärke, das Gerät vibriert ein bisschen. Ja, okay. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Richtig schön. Saugeil. Auch der Sound, der da rauskommt, der hat fast was von Bass. Und das, hey, bei einem Smartphone, total geil. Richtig, 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 richtig gut. Also die Lautsprecher fürs Gaming, für das Gaming-Erlebnis. Puh, also da habe ich bis jetzt selten was Besseres. Zumal sie auch auf euch gerichtet sind hier. Ne? Ihr kriegt die direkt ins Face. Richtig gut. So, dann braucht man natürlich zum Gamen auch ein großes Display. Das ist 6,78. Ich gucke, ja, 6,78. Full HD Plus Display mit 10 Bit. Sprich 1,07 Milliarden Farben, ja, das ist eine ganze Menge. Und dann haben wir natürlich auch eine höhere Bildwiederholrate, theoretisch bis zu 144 Hertz. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Ja, man kann es auf Automatik einstellen, man kann es aber auch dediziert auf 144, 120, 90, 60 stellen. Das ist geil, wenn man sagt, okay, 90 Hertz so für den Alltag reicht mir, das brauche ich fürs Game nicht mehr. Ja, dann, oder wenn ich im Alltag unterwegs bin, dann spare ich auch noch ein bisschen Akku. Super gute Geschichte. Das Display an und für sich gefällt mir auch sehr gut. Ja, mit der, das ist groß. Die Inhalte zu konsumieren ist super gut. So ein Teil will halt auch nicht klein sein, ja? Denn deswegen auch die Abmaße 173 x 77,9 x 9,9 mm. Das Ding wiegt 239 Gramm. Ich habe noch nie ein schwereres Smartphone in der Hand gehabt, aber es soll ja auch gamen. Das ist das Interessante bei der ganzen Geschichte. Deswegen sind auch die Innereien neben dem Display 144 Hertz auch nur vom Allerfeinsten. UFS 3.1 Speicher. In dieser Variante 12 GB. Es gibt auch noch eine 16 GB und eine 8 GB Variante. Wir haben den Qualcomm Snapdragon 888. Ja, der heiße Bruder 888 ist da drin. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen gezockt, auch längeren Zeitraum, Genshin Impact, ihr seht's, das ist so mein Spiel der Wahl. Das Ding wird heiß, der ganze Rahmen, das wird richtig warm und ich spiele es aber auch auf voller Auflösung mit 60 Frames. Es macht es ohne Probleme, es dimmt auch nicht ab, es hält auch die Framerates relativ stabil, aber es wird heiß wie Sau und deswegen ist dann, denke ich, so ein Kühler, den man da dran machen kann, nicht schlecht, weil das Gerät reizt das Spiel voll aus oder andersrum, das Spiel reizt das Gerät voll aus. Deswegen, wenn ihr euch das überlegt, haut da diesen Kühler dran. Das ist total geil. Ja, dann denke ich, wird es dann auch kälter werden, weil das Gerät wird richtig, richtig heiß. Ja, dafür ist ja der 888 bekannt. So, was habe ich sonst noch? Ja, Headphone Jack habe ich schon gesagt. Kein Wireless Charging, nur hier die 55 Watt Wired Charging. Dann der Akku. Ja, Akku. Nicht nur, dass man den mit 65 Watt lädt, der hat 6000 mAh schon. Also ihr seht, in gewisser Weise ist das Ding ein Spec-Bomb. Wasserschutz und sowas haben wir nicht, wegen diesen zusätzlichen Anschlüssen etc. Aber 6000 mAh hat der Akku. Und das macht es zum einen für mich zu einem wunderschönen Alltagsbegleiter, wenn er nicht so groß und so schwer wäre, aber ich komme abends noch mit meiner Routine, die ich immer in meinen Videos sage, 9 Uhr bis 19.30 Uhr, viel WhatsApp, anderthalb Stunden Stream, hier und da mein kleines Game und immer in Bluetooth und so weiter und viel Display on, da habe ich abends noch 60-50% locker. Das heißt, der Wenignutzer kommt da locker über den Tag. Natürlich, wenn ich game, kriege ich es natürlich auch schneller leer gelutscht, das Logo, ne, egal was ich mir damit mache. Ne? Dann haben wir einen In-Display-Fingerabdrucksensor, läuft, ja. Ihr seht, also ist alles nur so mein erster Eindruck, ein ausführliches Review. Wie gesagt, wird dazu noch kommen. Jetzt habe ich hier den normalen Theme drauf, ne? Das ist ja auch so, wie man ein normales Smartphone bedient. Natürlich muss es für den Gamer extravagant und shiny, shiny, bling, bling sein. Deswegen hat man auch die Möglichkeit, wenn man hier in die Einstellung geht, unter Display. Ah, hier, Themen, meine Designs. Die werden jetzt geladen. Und dann habe ich hier das normale, das klassische, ne? Da gibt es noch hier für diesen Typen, der da am Anfang da in der Hülle drin ist. Und dann gibt es dieses Republic of Gamers. Das nehme ich jetzt mal, das übernehme ich jetzt mal, dieses Team. Und dann ist das gleich wie ein Raumschiff. Mr. Spock hätte ziemlich viel Spaß an diesem Gerät. Und ihr seht, wie das gleich bunt ist. Uiuiuiui. Na, das ist auch dann die ganzen Animationen und wenn ich es ausmache und
wieder anmache und hier, ich müsste mal den Ton anmachen. Das sind die ganzen Animationen, wie sich das anhört schon. Ja. Dann hat man dieses Republic of Gamers hier, die Symbole sind ein bisschen anders, ne? Es ist gleich ein Dark Theme. Also das ist Spielerei, wer da Bock drauf hat, aber dafür sind ja so Gaming-Smartphones gemacht. Ja, das war jetzt erstmal mein erster Eindruck. Ah ja, hier kurz noch erklärt, Kamera. Die Gaming-Smartphones hatten in der Vergangenheit immer das Problem, dass es an der Kamera am ehesten gehangen hat. Dass die Specs bombastisch waren, zum Gamen top waren, aber an der Kamera hat es immer gehangen. Und auch hier kann die Kamera meiner Meinung nach nicht mit dem Rest, mit den High-End-Specs mithalten. Ist aber nicht schlecht. Ja, wir haben eine normale 64-Megapixel-Kamera, dann haben wir eine 13-Megapixel-Kamera Ultraweitlinse und dann haben wir noch so ein 5-Megapixel-Makro-Tiefen... Nee, was war das? Ein Makroobjektiv, genau, muss ich mal spicken. Makroobjektiv. Ich habe schon ein paar Fotos gemacht und die können sich sehen lassen. Ja, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Review, wie gesagt, wird kommen. Also, das ist nicht schlecht. Ach, ganz kurz, bevor ich es vergesse, zum Display noch. Es hat nicht nur 144 Hertz Bildwiederholrate, es hat auch 300 Hertz Abtastrate. Ne? Also wenn man drauf drückt, dann wird es 300 Mal in der Sekunde tastet der Sensor dann euren Finger ab und dann könnt ihr schneller Eingaben machen. Ne? Also alles auf Gaming gepolt, aber auch im Alltag, wenn es nicht so riesig wäre, durch das schöne Display, durch den klassischen Theme, den man machen kann, durch die Kamera, die gar nicht so schlecht ist für den Alltag. Wie gesagt, kommt noch mehr zu. Und der langen Akkulaufzeit ist es gar kein schlechtes Gerät für den Alltag auch, wenn es halt, wie gesagt, nicht so groß wäre. Für mich, meine Meinung, ja. Also seid gespannt, abonniert gerne meinen Kanal, Review wird kommen. Es werden noch weitere interessante Geräte kommen. Deswegen, um nichts zu verpassen, Abo da lassen, lasst gerne ein Like da oder ein Dislike, je nachdem, ob es euch Spaß macht oder nicht. Deswegen sage ich vielen Dank, dass ihr es geschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.